Jonas Schneider am Apparat. Herr Schneider, mein Name ist Kleinschmidt. Ich bin der Nachlassverwalter Ihres Großvaters. Großvater ist gestorben. Könntest du dich um den Verkauf des Geschäfts kümmern? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Und nicht hier in allen Sachen rumwühlen. Wieso warst du nicht auf der Beerdigung? Der einzige Mensch, den wir je als Familie hatten. Ich habe Opas Terminkalender gefunden. Ja, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Was ist los, Jonas? Geht's dir nicht gut? Bist du krank? Überarbeitet, Stress? Was? Man dreht sich jetzt völlig durch. Das ist auf jeden Fall nicht der Jonas, den ich kenne. Vielleicht habe ich mich ja auch verändert. Denk doch mal an deine Karriere. Hä? Ich meine, wo willst du denn hin im Leben? Ich muss in die Kneipe. Was für eine Kneipe? Wir sind in der Kneipe. Was? Mann, du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen. Das hier ist eine magische Kneipe. Sie ist losgelöst von der Zeit und erlaubt es einmal im Jahr, am 10. Juni, die Menschen aus den verschiedensten Jahrhunderten hierher zu führen. Fast hätte ich vergessen, euch unsere heutige Hauptattraktion vorzustellen. Die wunderbare Eva Elana. Ich habe eine klasse Frau kennengelernt. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Die Magie der Liebe findet immer ihren Weg.